Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Blended Dram. Mein Name ist Lars und in der heutigen Ausgabe geht es um den Ballantines 30 Jahre. Auch heute wieder habe ich einen Ballantines hier bei mir auf dem Tisch, so wie in den vergangenen Videos auch. Ich verlinke diese einmal hier oben in der Ecke, denn dort habe ich bereits das eine und andere zu Ballantines erzählt. Und damit ich mich nicht in jedem Video wiederholen muss, würde ich euch, wie sonst auch immer, bitten, dass ihr euch diese Videos einmal anschaut. Ja, wie ich eingangs bereits sagte, habe ich hier heute den Ballantines 30 Jahre auf dem Tisch. Und diese Flasche ist eine ganz besondere, denn sie ist die teuerste, aber auch die älteste der Core Range bei Ballantines. Dazu zählt sich der Ballantines Finest, der Ballantines 12 Jahre, 17 Jahre, 21 Jahre und dieser 30-jährige. Es gibt seit einiger Zeit auch einen 40 Jahre alten Ballantines auf dem Markt. Dieser zählt sich aber A nicht zur Core Range und B ist er mit zwischen 8.000 und 10.000 Euro einfach zu teuer für mein Portemonnaie. Diese Flasche hier, die ordnet sich zwischen 250 und 300 Euro ein, ist damit immer noch nicht preiswert, aber für einen 30 Jahre alten Whisky sicherlich angemessen. Wenn man das mal mit Single Malt Preisen vergleicht, da sind 30-Jährige häufig deutlich teurer. Das bringt mich auch gleich dazu zu sagen, dass dieser Blend 40 und mehr Single Malts enthält. Das heißt, wir haben hier wirklich eine geballte Kraft von vielen verschiedenen Single Malts, die ihren eigenen Charakter hier mit einbringen. Und das verspricht ein sicherlich wunderbar komplexes Erlebnis. Zur Verpackung selbst muss ich sagen, man bekommt hier diese Pappbox in schwarz gehalten, steht Ballantines 30 Jahre drauf, das war's. Da drinnen verbirgt sich dann diese wunderbare Holzbox, welche mit, ja, ich denke mal, braunem Kunstleder bezogen wurde. Macht auf jeden Fall Eindruck und das Äußerliche steht den Erwartungen, die man an den Inhalt hat, sicherlich in nichts nach. Es ist Echtholz, so viel kann ich dazu sagen. Man hat es auch schon gerochen, als ich die Box das erste Mal aufgemacht habe. Und das braune Kunstleder, das passt sich perfekt an die Flaschenfarbe. Und wir wissen, braun ist bei Ballantines nichts Ungewöhnliches, denn der Finest, der 21-Jährige, die sind auch braun und dieser 30-Jährige ist braun. Auch braun gehalten. Ich mache die Box mal auf und hole das gute Stück heraus. Ja, wie wir sehen, die Flasche ist bräunlich, aber auch die Kapsel und dieser Aufdruck hier, beides ist im Kupferton gehalten, wobei dieses, ich nenne es mal Etikett, tatsächlich auch aus Metall ist. Also es ist Kupfer, fühlt sich kalt an. Und wir haben dieses gleiche Patch, würde ich mal sagen, hier auf der Box auch mit draufgeklebt. Draufstehen tut an outstanding whiskey. This expression contains the rarest and oldest whiskies specially selected by our master blender. Ja. Enthält die seltensten und raresten Whiskys und wurden ausgewählt vom Master Blender, welcher aktuell seit 2005 der Sandy Hyslop ist. Unter Chivas füllt er bzw. blendet er die Ballantines Whiskys, denn Ballantines existiert als Firma so nicht mehr und wurde 2005 von der Chivas Brothers Limited aufgekauft. Und ist seitdem quasi abgefüllt oder wird seitdem abgefüllt von Chivas. Und somit ist Ballantines einfach nur noch eine Marke, ein Markenname. Genau, die braune Flasche, die passt sich perfekt an diese Kupferkapsel an und auch an dieses Etikett. Was ich zu diesem Papieretikett noch sagen möchte, ist, dass es mir ausgesprochen gut gefällt, denn es vermittelt den Eindruck eines alten Whiskys und
Das ist sicherlich angemessen in Anbetracht dessen, dass die jüngsten Komponenten hier drinne 30 Jahre alt sind und man wird damit dem George Ballantine sicherlich gerecht. Der Whisky ist gefärbt und kühl gefiltert, das ist bei Blends absolut nicht ungewöhnlich und wird mit 40 Volumenprozenten abgefüllt. Klar, 3 oder 6% mehr würden mir persönlich besser gefallen und würden einem so alten Whisky sicherlich nicht allzu schlecht stehen. Aber man möchte natürlich die Blend-Trinker nicht, ja, ich sag mal, zu sehr herausfordern und denen die Tränen in die Augen treiben. Und daher hat man sich auf das gesetzliche Minimum von 40% geeinigt, beziehungsweise gesagt, wir füllen die Flasche mit 40 Volumenprozenten ab. Wie viele Grain Whiskys hier drinne verwendet wurden, kann ich leider nicht sagen, dazu liegen mir keine Informationen vor, aber die Grain Whiskys müssen ebenfalls mindestens 30 Jahre lang im Fass gelegen haben, ansonsten hätte man hier nicht 30 Jahre draufschreiben dürfen. Einige der Single Malts, die hier verwendet wurden, stammen aus Brennereien, welche heute nicht mehr brennen, da die Brennerei nicht mehr steht, stillgelegt ist oder. Kommen wir zum Nosing. Jetzt fällt uns auch, boah, meine Herren. Jetzt fällt uns auch eins auf. Wir haben keinen Drehverschluss. Oh, süße Frucht verströmt sich. Wir haben hier einen Echtkorken und das war beim 12-Jährigen, 17-Jährigen und 21-Jährigen nicht der Fall. Hier bekommt man tatsächlich Holz und Kork in seiner reinen und Echtform. Gefällt mir natürlich ausgesprochen gut. Ich hätte auch sparsam geschaut, wenn ich jetzt beim 30-Jährigen auch einen Schraubverschluss gehabt hätte. So, wollen wir mal nicht geizen. Der Korken, muss ich allerdings gerade sagen, ist tatsächlich, ich halte ihn noch mal in die Kamera, der ist schon ein bisschen angegriffen und löst sich auch schon teilweise auf. Das ist halt das Problem, denn Korken sind ein Naturprodukt und deren Qualität, die variiert immer. Und so kann es natürlich auch sein, wenn ein Korken zu lange mit der Flüssigkeit in Kontakt steht, gerade bei Alkohol, dass dieser ja mit der Zeit angegriffen wird und kaputt geht. Aber genauso gut, wenn er zu lange nicht angefeuchtet wird, wird er trocken, wird er spröde und dann bricht er beim Rausdrehen. Als ich den Korken das erste Mal rausgezogen habe, der saß so bombenfest. Ich habe beim Drehen gesehen, wie der sich in sich selber verdreht hat, wo ich echt Angst hatte, dass der kaputt geht. Aber er hat es überlebt, er hat auch keine Risse bekommen, also es ist tatsächlich ein Qualitätskorken. Wobei ich mir bei der Struktur gerade nicht ganz sicher bin, ob es nicht doch ein Bröselkorken ist, der geklebt wurde. Denn für mich sieht das jetzt gerade nicht ganz so naturmäßig aus. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben einen Korken und den habe ich mir gewünscht und den habe ich auch gekriegt. Da muss man sich bei Verdunstung auf jeden Fall keine Gedanken machen, denn so wie der Korken da drinnen sitzt, kann da nicht viel verdunsten. Aber wir haben gesehen, er ist ausgesprochen klein und ich verweise gerne nochmal auf das Video vom Chivas Royal Salute The Diamond Tribute. Ich blende das hier oben nochmal ein, das Video. Denn dort hatten wir einen Korken, wo der war einfach so riesig. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Von der Menge Kork hätte man hier drei Verschlüsse herstellen können. Das war schon ganz anderes Kaliber. Kommen wir zum Nosing. Sicherlich wäre es besser gewesen, wenn ich mir bereits ein Glas eingeschenkt hätte und das hätte 30 Minuten stehen lassen, denn so ein alter, komplexer Blend, der braucht seine Zeit, um sich zu entfalten. Habe ich nun nicht getan. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich etwas zu geizig bin.
und mir nicht zwei Gläser einschenken wollte. Das ist definitiv ein ganz anderer Schnack als beim 17-Jährigen und beim 21-Jährigen. Die Nase ist voll, kräftig, intensiv, der Alkohol trotz seiner 40% immer noch wahrnehmbar. Man hat hier wirklich komplexe Fruchtaromen, extreme Süße. Ja, eine leichte Malzigkeit und Vanille. Tatsächlich, wenn man mit der Nase ein bisschen vom Glas sich entfernt, wird diese Vanillenote intensiver und ein bisschen Eiche kommt mit. Eine leichte Nussigkeit. Aber von Rauch spüre ich hier zumindest in der Nase nichts, auch in Bezug auf an der Wahrnehmungsgrenze. Also hier ist gar nichts, zumindest nicht für meine Nase. Ich will gar nicht trinken, wenn ich ehrlich bin, denn der ist so schön in der Nase, da könnte man sich bestimmt 2 Stunden dran aufhalten, ohne dass man trinken muss. In meiner Nase sind es auf jeden Fall auch helle, reife Früchte, so eine leichte Pfirsich, Aprikosennote in Verbindung mit einer wirklich reifen Birne, aber durchaus auch ältere und kräftigere Früchte, wie so eine, ja, wie eine Rosine. Ja, definitiv. Ich habe so eine Assoziation von Rosinenbrot. Oder so einem Rosinenbrötchen. Süß. Fruchtig. Ja, also definitiv ein Blend, an dem man sich lange aufhalten kann, wenn man es denn will. Und ich bin hin und weg. Die Eiche wird jetzt ein bisschen kräftiger. Kommen wir zum Geschmack, sonst wird das Video einfach zu lang. Den Whisky muss man lange im Mund behalten und da tut man sich auch nichts mit, denn der ist so vollmundig, so komplex, der wird in Verbindung mit dem Speichel immer komplexer, intensiver und überhaupt nicht dünn. Das hat man zum Beispiel beim Ballantine's 12 Jahre in dieser Form nicht. Man nimmt den Whisky in den Mund, er ist samtig weich im Antritt. Wird dann ein bisschen intensiver, aber nach ein paar Sekunden wird das Ganze dünn im Mund. Hier merkt man, über 10 Sekunden, 15 Sekunden hinweg wird das Ganze immer vollmundiger, kräftiger. Jetzt wird es gerade am Zahnfleisch ein bisschen trockener. Der Abgang ist lang. Es wird etwas warm an der Brust und im Rachenraum. Also dem attestiere ich definitiv einen langen Abgang. Aber kommen wir erstmal zum ersten Geschmack, wenn man den Whisky in den Mund nimmt. Er ist natürlich, so wie man es bei einem Blend kennt, samtig weich. Und dann
wird er kräftiger, intensiver. Die 40 Volumenprozente, die sind gar nicht mal zu wenig. Ich bin überrascht. Ich hätte gesagt, naja, gut, da können bestimmt auch 43, 46 rein. Vielleicht hätten ihm tatsächlich 3% mehr gar nicht so schlecht getan. Aber trotz dieser 40 Volumenprozente merkt man, dass er die Zunge rauf und runter rollt. Also die 40 Volumenprozente sind nicht zu schwach. Das Ganze entwickelt sich schön im Mund. Es ist fruchtig, süß im Antritt. Dann wird das Ganze ein bisschen, ja, würzig, will ich fast sagen. Eiche kommt hinzu. Bei Rauch bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich für einen Moment ein bisschen Rauch hatte, aber ich hatte definitiv eine Assoziation von Salz. So, ja, salziger Luft und Meer. Das hatte ich auf jeden Fall für einen Moment auf der Zunge und das habe ich auch jetzt immer noch auf der Zunge, als wenn ich ein bisschen Salz im Mund hätte. Definitiv sehr komplex. Im Abgang wird das Ganze dann deutlich eichiger, aber überhaupt nicht bitter, sondern bleibt immer auf der süßen Seite. Und von Tanninen ist hier nicht wirklich viel zu merken. Ich probiere noch mal. Die Frucht ist jetzt über die letzten Minuten auf jeden Fall intensiver geworden. In Verbindung mit einer leichten Lakritznote. Jetzt habe ich definitiv ein bisschen Rauch im Geschmack. Also, ich glaube, hier hat sich definitiv der eine oder andere rauchige Malt, zumindest in homöopathischen Dosen, hinein verirrt. Das Mundgefühl ist jetzt beim zweiten Schluck noch voller, noch komplexer. Es ist eine erschlagende Fracht an Aromen und Geschmacksnoten. Das geht los bei süßer Frucht über dunkle Frucht in Verbindung mit Eiche und Vanille. Blumigen Noten, so wie man sie bei den anderen Ballantines auch hat. Ganz besonders beim 12-Jährigen und 21-Jährigen, so florale Noten. Ein bisschen Salz, ein bisschen Rauch. Nüsse, Lakritze, Honig und im Abgang ganz, ganz leichte Bitterkeit in Verbindung mit deutlicher Eiche. Es wird immer wieder oben am Zahnfleisch trocken und auch am Gaumen definitiv etwas trockener. Der Speichelfluss ist stark angeregt. Zumindest, wenn man den Whisky im Mund hat. Und danach wird das Ganze etwas trockener. Der Abgang ist definitiv lang, komplex und durchaus angenehm. Hinterlässt einen leicht wärmenden Abgang. Mein Fazit. Es ist, denke ich, einer der besten Blends, die ich bisher getrunken habe. Und ich habe schon sehr viele Blends getrunken und auch hochwertige Blends. Und ich persönlich habe diese Flasche für, ich glaube, 160 € erworben, da hier drinne die Halterung oben am Korken der Flasche leicht beschädigt war. Das
konnte man jetzt eben so nicht sehen. Tut der Sache für mich aber keinen Abbruch, da ich die Flasche eh aufmachen wollte. Und für 160 € ist das natürlich ein Must-Have. Aber selbst für jemanden, der sehr gerne komplexe und intensive Whiskys trinkt, der vertut sich nichts damit, für so eine Flasche 250 € auszugeben. Sie macht optisch was her und das, was das Äußere verspricht, hält das, was in der Flasche ist, definitiv. Also von mir absolut beide Daumen nach oben. Hammerteil, gefällt mir richtig gut und sollte in keiner gut ausgewählten Bar fehlen, wenn man denn gerne mal etwas mehr Geld für einen Whisky ausgibt. So viel von mir für heute. Ich freue mich, dass ihr zugesehen habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir einen Daumen nach oben dalasst. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Ciao.